Moin YouTubers, ich begrüße zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Freut mich, eingeschaltet habt und wie ihr schon im Titel erkennen könnt, die Fennec ist zurück und besser als je zuvor. Glaubt ihr mir das? Ey, ich habe hier ein Gameplay für euch, beziehungsweise zwei Gameplays für euch, wo ich die Fennec getestet habe, nachdem sie gebufft worden ist im letzten Patch. Und ich sag euch persönlich ehrlich Meinung, die Waffe ist echt schli, ganz gut wieder vorne. Testet auf jeden Fall die Waffe aus, hier ist das Bild wie immer. Wenn das Video euch gefallen hat, gerne doch ein Like, einen Kommentar und ein Abo gönnen für den Algorithmus. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schön gut. Der Heimtipp, immer den PC in die Mitte hauen. Wenn man natürlich platzieren kann. Immer den PC in die Mitte hauen. Es gibt immer Kills. Hier perfekt in die Mitte. Und ihr macht Kills. Trust me. Ryhack. Das ist ein Ryhack. Also gerade hat es keinen Kill gemacht, aber es funktioniert in 8 von 10 Fällen. Stift und Reichs das getestet. Bruder. Stark dann noch. Ja, Bro. Guck mal, das ist eine wissenschaftliche Studie. Das nennt man den Vorführeffekt. Der wurde auch erkundet. Das erste Mal von Beethoven. So, schauen wir mal die Fennec aus. Die neu alte Fennec. Die buffed Fennec. Ist die Fennec wirklich so gut? Oh, Schöpfer. Oh. Ach, Digga, ich konnte nicht springen. Kamera? Action! Oh. Ich muss meine Waffe nachladen. Verpiss dich! Ich bin der Wurfmeisterkönig. Bin gar nichts. Ich bin nichts. Ich bin nichts. Erst One-Shot. Erst One-Shot. Teammate. Mein Teammate ist ganz weit weg. Noch 100 Meter weit weg. Das heißt, ich krieg den Lord nochmal. Dominanz. Kann man da Ballwing? Ja. Ben tot. Ben 10. Er aktiviert seine Superkräfte jetzt. So. Dominanz kurz gezeigt. Den ganz kurz gezeigt, wer der Don ist. Moin nochmal, was geht wo? Kann man leider nicht um twitch.tv/Rikes schauen. Rikes mit Doppel-I. Jeden Tag live. Geht nicht. Digga, die Fennec, die knallt rein, oder? Also, ihr müsst ja bedenken, das letzte Mal, wo man Fennec gespielt hat. Moin, Timo. Das letzte Mal, wo man Fennec gespielt hat. Und links wurde einen gesperrt. Soli, Rikerchat. Wurde einfach gesperrt. Das letzte Mal, wo man Fennec gespielt hat, müssen wir überlegen, war das Leben ja noch nicht so hoch. Das Leben wurde auch höher gemacht. Und. Drei Leute abschießen auf mich. Und das Leben wurde ja höher gemacht, sprich, die knallen trotzdem gut. Dafür, dass Leben hochgemacht worden ist. Ich krieg Realtalk Hallos, wenn ich erst lese. I know. Blubber. 10 Euro weg. Blubber. 10 Euro weg. So eine geile Hook einfach auch. Blubber. Boah, ich geh jetzt rein mit der Fennec und zeig die Dominanz. Bruder, ja? Was soll ich sagen, Chat? Was soll ich denn sagen? Ja, er hat mich gefickt. Besonders die beiden. Ich muss dazu sagen, ich war 2 gegen 1. Ich war im 1 gegen 2, ich war im Nachteil und die waren aber besser als ich. Mann. Wisst ihr, ich kann meine Fehler eingestehen. Schnapp, mach das Krokodil, schnapp. Egal, was ist, gib ihm was ab. So. Ich zeig dir jetzt ein bisschen Dominanz. Zack, Wurfmesser zwischen die Augen. So. So sieht nämlich Dominanz aus. Check das, Chat. Man muss den erst. Guck mal, das ist eine Taktik von den alten Antiken, habe ich mir das abgeguckt. Und zwar, du musst deinen Gegnern im Krieg etwas. Ein Häppchen geben, damit die denken, dass sie am Gewinnen sind. Und überheblich werden. Dann werden sie überheblich und dann schnappst du zu. Das nennt man die Überheblichkeitsschnapp.
Atemtechnik. Die hat damals Julius Caesar gemacht. Das Team ist in der Sicherheitszone. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. So. Wenn ein Kracher. Ja, gut, alles gut. Meist bin ich der, der überheblich wird. Ja, ja, weil du, guck mal, du musst jetzt. Siehst du? Ich hab's gesagt. Das ist so eine Taktik, die viele Leute anwenden. Das machen alle guten Schüler. Du gibst den Gegner ein bisschen Häppchen, dann werden die überheblich und dann schnappst du zu. Weil wer hoch fliegt, der muss tief sinken. Ich sag, ich mach trotzdem noch eine Pferdebombe in der Runde. Also, Close Range ist die echt sehr stark. Komm, ich 360 dich, okay? Hier, ne? Nummer 1. Kommt alle her, ich hab genug Messer für euch alle. Komm ich hoch? Ah, hier. Da. Schluck, Schluck! Schluck, Digga, Mann! Schluck, meine Fennec. Ups. Ich bin das... Mir fällt das Wort nicht ein. Wie heißt das Amt, wenn man bei Restaurants eine Ratte findet? Gesundheitsamt. Ich bin das Gesundheitsamt. Keine Ratten erlaubt. Das Gesundheitsamt bin ich. Gesundheitsamt. Da ist ein Laser. Wow. Yo. Der meint es komplett ernst. Aber outgunned. Doch einer unter dir. Komm mal her, Bro. Was sagt ihr vom Gefühl her, Chat? Was sagt ihr? Also, wie sieht die Fennec aus? Sehr solide, oder? Ich werde die alle im Treppenhaus holen. Alle. Eins. Das war's. Danke dir. Das war's. Das war jetzt die Gang. Das war. Ey, Team, nein. Bro, ich schwöre, dieses Wurfmesser wurde nur für mich gemacht. Yo, Bro, alles gut. Das mit dem Aim üben wir nochmal. Und ein bisschen Oso zocken. Jungs. Aber ich hole dich wieder. Guck mal, ich bin guter. Oh. Ohne die Fennec wäre ich gestorben. Bastard für diesen Namen, wie er heißt. Ich bin so ein guter Teamspieler. Ich hab mein ganzes Team gekauft. Zweimal. Das sind 4 Einkäufe. 4 Subs möchte ich dafür haben. Wenn's okay ist. Nein! Mein Team hat Zeitüberschreitung. Er ist gedashboardet. Bro. Ich hol dir doch gerade deinen ersten Sieg, Bro. Er hat meine Fennec gehabt. Oh oh. Ich hab 19 Kills, mit ihm hat einen. Also wir haben 30 Kills zusammen. Zählt das Furrybomb? Ich sag, das fehlt, das zählt das Furrybomb. Wir haben gewonnen. Ey, let's go! Geil. Habibi, let's go! Wann habe ich das YouTube-Video für morgen fertig? Kann YouTube-Video morgen hochladen? Und morgen muss ich dann vorproduzieren für Gamescom. 5 Tage nicht da. Ich habe nur ein Teammate. Das ist ein bisschen kacke, weil wenn er stirbt und ich sterbe, ist over.
Aber man schießt ja nicht ganz sein Schießpulver direkt am ersten Tag weg, wisst ihr? Man muss ja immer sehr, sehr spannend bleiben, liebe Zuschauer. Wäre ja langweilig, wenn ich euch alles dazu schon von einem Tag auf euch erzähle. Ich mache mich absichtlich so ein bisschen teurer, als ich bin, wisst ihr, was ich meine? Kennt er, hab ich den Trick bei den Mädels abgeschaut. Spaß. Moin, doch wieder. Wann war das erste Wort, das mir in mein Gehirn gekommen ist? Schwänze. Warum assoziieren wir Schwänze eigentlich immer mit so schlechten? Also warum denkt ihr immer an den Pimmel und nicht an so einen Katzenschwanz oder einen Pferdeschwanz? Was denkt ihr, wenn ihr einen Pferdeschwanz hört? An was denkt ihr, Chat? Seid ehrlich. Das erste, was euch einfällt, in den Kopf. Wo sind die Gegner? Also es ist Re-Rap. Bruder, jetzt ernst so. Es leben 70 Leute, ich hab doch... Hier ist tote Hose. Und damit meine ich nicht die Band. Heißt es nicht Schweife und Rute? Nee, es heißt auch Schwanz. Schweif ist der normalere Begriff, aber es heißt Schwanz. Pferde ist Schwanz. Hey Bro, ich 360 dich, ja? Ist es okay? Ich hab nett nachgefragt, oder? Das war, also, seid ehrlich, war für meine Verhältnisse war das sehr nett gefragt. Moin Bro, kriegst du Wurfmesser in dein Auge? Und du kriegst einen 360. Ist mir schon killen? Nee, noch nicht, leider. Der Feind hat eine Position. Ja, wo sind die denn? Ah, die sind da oben. Du bist Lodi, ne? Hey. Erste Runde 2020 und Fennec. Den Rest des Trupps mit der Taktikkarte aufspüren. Come on! Er wollte das 2020 spielen. Jetzt muss ich 360 die ganze Zeit machen. Tobi schuld. Bitte mehr unnötige 360s. Alles gut. I got you. Heißt Allmann Schmittelfinger. Ja, ich finish die mal. Ich will deine Platten haben, actually. Ja. 45 Schuss ist echt wenig. Aber ich sag ehrlich, die Time to Kill ist gar nicht so bad für die Fennec. Also dafür, dass sie 45 Schuss hat und gar nicht so gut sein muss. Oh, ich habe eine Pizza, oder? Guck mal. Ich bin so ein guter Teammate, Chat. Feindliche Vorratsstation unterwegs. Come on. Teddy Radio on 360. Ich in dein Gesicht. Ich hätte nur Wurfwürfe. Ich schwöre, ich hätte nur Wurfwürfe werfen sollen, ich hätte ihn getötet. Aber ich wollte 360 mit der Waffe. Ich hätte nur meinen Wurfwürfe werfen sollen. Bitte, Ismail Willi. Ich brauche dich. Wir haben uns hart getroffen, aber das machen wir wieder gut.